Hallo, Ladies und Gentlemen, und herzlich willkommen hier in meinem Chaos zu einem neuen Spiel, das wir uns heute angucken, weil ich einfach am Wochenende mal wieder ein bisschen Abwechslung zu dem anderen Content bringen will. Am 26.10., also doch noch relativ brandneu herausgekommen, ist ein Retro-Shooter-Horror in einem Comic-Style, das da heißt Forgive Me Father. Welcher Vater gemeint ist, ob der Vater oder der Vater da oben. Wir werden es herausfinden. Ich wünsche euch damit hoffentlich viel, viel Spaß. Los geht das! Oh mein Gott! Okay. Also, gucken wir mal. Dear Mr. Martin, circumstances forced me to undertake decisive steps. Fortunately, as a result, old Murphy started to talk. We need another consultation from our side to understand something from his jabber. Please come to the hospital as soon as you can. I've notified the sheriff as well, Dr. Sullivan. Louise Dorin, in case of my absence, you know where to find me. Okay, ladies and gentlemen, ich wusste nicht, dass das jetzt eine englische Sprache hat, aber guck mal. Also dieser Grafikstyle ist ja schon mal wieder geil. Wir gucken mal so ein bisschen, was wir tun können. Oh mein Gott, es klopft. Es klopft einfach unaufhörlich. Okay, hier liegen Spielkarten. Story. Dormants. Fallen Aces. Dormants. Okay, Louis Martin Antiquary. Louis Martin Antiquitäten, Maroon Street 34, Pestisville, Massachusetts. Haben wir auch ein Menü? Haben wir ein Menü? Oh mein Gott, was ist das denn? Gleich erstmal, boom, Überforderung. Also wir können wahrscheinlich irgendwas aufleveln irgendwann später. Oh mein Gott, was ist das denn für ein Menü? Okay, ich habe verstanden. Also, ich habe zumindest schon mal rausgefunden, wo wir mit dem Messer was tun können. Ich bin richtig gespannt. Ihr wisst ja, dass ich so ein bisschen experimentell, was Games betrifft, unterwegs bin. Und auch gerne mal so ein paar Indies ausprobiere, wie dieses hier. So, also, Awakening Doors Comeback New Day. Ich probiere mal so ein bisschen sinngemäß zu übersetzen. Ich hoffe nicht, dass wir hier zusammenrätseln müssen, weil das könnte vielleicht mit der Sprache eine Sprachbarriere geben. Ich war eigentlich der Meinung, dass es das hier auf Deutsch noch hätte geben können. Auf Steam bin ich der Meinung, habe ich es in Deutsch gesehen. Aber ich kann mich auch täuschen. Also Stone Obelisk Handwritten Note. Six Snowfiller Island, okay. Wooden Necklace, also handgeschriebene Notizen. Oh, 1926? Dear Louis, I've searched for information regarding the symbol that is the subject of your interest. You have to visit me in the Providence and look through all the materials I gathered for you that caused a considerable stir among my colleagues. I can reveal you already that we're talking about a magic rune older than any known civilization. Also wir sollen einmal ins Krankenhaus, aber auch hier in sein, warte mal, Antiquariat, oder? Wenn ich das richtig verstehe. Professor E. Jones, ja, Archäologisches Institut in Providence. P.S. I hope you and the children are enjoying good health. Okay. Können wir da oben reingucken? Also grafisch finde ich es echt extrem spannend. You've got a gun. Shot by pressing the left mouse button. Ja, wie gut, dass ich einen Controller gerade dran habe. You can switch between your weapons with your scroll wheel and numbered keys. Most weapons require ammunition to aim well. Also wie kann ich denn... Ah, okay. Taste gefunden. Tutorial. In the lower right corner of the screen is the madness bar, okay, which is filled up by killing enemies and drinking alcohol in the game. Was lehrt uns dieses Spiel? Okay. The higher the madness, the more damage you deal and the less damage you receive from enemies. Können wir den jetzt auf Distanz? Aber ich habe ja, also spannender wäre es natürlich jetzt auf komplett Konfrontation zu gehen, weil wir dann ja ein bisschen Munition sparen. Okay, also öffne niemals Türen, ne? Okay, aber was Explosives, da hätten wir wahrscheinlich das Ding jetzt hochjagen können. Da versagt doch gleich meine Stimme.
Did I just kill a man? Ja, ist die Frage, war das ein Mann oder war es... Was war es? Ah, okay, 180 ist meine Gesundheitsanzeige da unten. Ich weiß halt nicht. You need to have a... Okay, also wir brauchen einen Key. Hier ist die Story. Da oben ist Aime. So, also, Tales of the Deep Volume 1. Legends making a sea dog's blood ball. Fire and Water, Mermaid Hunter, Gone with the Wave, The Lord of the Sea. I don't have time for fairy tales when such monsters... Ja, genau, so keine Zeit für Märchen. Aber wenn er auch alles einsammelt... We're hiring fishermen to work on boats selling at the Gulf of Maine in this... Also hier ist ein Jobangebot. Bewerben Sie sich bitte dann und dann. Redrum. Ah, Murder! Andersrum. Oh mein Gott. Ich sammle jetzt mal das hier ein. Zack. So, wenn es nur einer ist, dann können wir auf jeden Fall hier mit unserem Messer ein bisschen lang. Ja, 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 das erinnert mich tatsächlich wirklich an so ein Retro-Game, wo du... Also, ich finde es geil gemacht, weil das wirklich so eine Retro-Vibes mit sich bringt, aber irgendwie auch trotzdem einen neuen Touch hat. Ich lieb's. Das ist mal wieder was völlig Individuelles. Okay, da brauchen wir auch was, was wir einsammeln müssen. Das ist die Frage, wo finden wir das? Oh mein Gott. Ich probier's jetzt einfach mal so. Ah, was ist bei dir los? Fuck. Mann. 130, also wir haben jetzt doch schon ein bisschen was verloren. Ich sehe bei Gehirne. Also da ist ein roter Schlüssel. Mit dem roten Schlüssel können wir jetzt wahrscheinlich mehrere Türen öffnen. So, New England Reporter, 3.9.1926. The Beast of Pestival Attacks. Oh, ein Beast. Major Mahoney, Reverend Wiltshire and 15 other citizens turned up missing during the last few weeks in Halflings County. Also sind Menschen verloren gegangen. The sheriff's office still hasn't pointed out any suspects in this case, whilst other people are becoming victims of a mysterious assailant. The citizens suspect that the beast of Pestisville, ist ja auch ein Name, Pestisville, settled in the surrounding forest and hunts for people and cattle. It looks like a three-headed dragon or sea. Or sea lion? Ja, ich glaube, ne? Testimonies of potential witness differ significantly. Who's going to unravel the mystery? Okay, ja, wer löst das Mysterium? So, pass auf. Da gibt's einmal Health und einen Schlüssel. Tja, gibt's jetzt eine richtige Tür oder eine falsche Tür, die wir auswählen können? Theoretisch möchte ich eigentlich in jede Tür. Wow! Ih, der hat einen Kopf in der Hand. Der hat einen Kopf in der Hand. Echt lustig gemacht. Also pass auf. Ich habe so ein bisschen Angst, dass wir uns jetzt komplett verlaufen. Oh mein Gott. You know? Weil wir haben ja unten keine Karte, ne? Wir haben einfach keine Karte und das könnte uns ein bisschen zum Verhängnis werden. Aber das ist eine Uhr. Was macht diese Uhr? Ah, Father Forgive Me. Deswegen heißt es Father Forgive Me, weil sie ganz viel töten werden. Ah, ich hatte Kette. 135. Ja, ich weiß nicht, ob wir uns gut schlagen. Ich würde tatsächlich gerne mal in die anderen Räume zurückgucken wollen. Merken wir uns, wo wir jetzt waren? Schwierig, ne? Ich finde es langsam nämlich sehr, sehr schwierig, weil hier sehr, sehr viele Türen sind. Aber ich lasse so ungerne ungelöste Dinge zurück. Fein. Also der mit der Kette ist ja auch fantastico. Ist halt die Frage, sind die alle so lang? Ich habe jetzt erstmal noch ein bisschen gewartet. Ja, warum treffe ich eigentlich nicht auf die... Guck mal, wir können doch... Guck mal. Das macht es vermutlich easier. Ah, guck mal. Ja, 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 ja. Hier sind wir bei der Uhr. Okay, that's good. Lass uns trotzdem nochmal gucken, hier war ja noch was. Weiter ganz, ganz vorne war ja noch eine Tür. Also mit dieser kommen wir hier... Diese hier.
1,40. Oh mein Gott, Ladies and Gentlemen, wir müssen jetzt hin gucken. Ah, pass auf, können wir die kaputt machen? Ah, guck mal, wir können. Oh mein Gott, wir haben eine neue Waffe. Und da ist ein Schlüssel. So, bitte careful with that. Irgendwann kracht mal einer von oben. Shotgun. Okay, also jetzt braucht das Rumswitchen tatsächlich ein bisschen länger. Aber wenn wir die Teile aufmachen können, Freunde, dann sollten wir wirklich direkt vom Anfang an nochmal gucken, ob in diesen Tüten was drin ist. Weil wer sagt denn, dass hier nicht was drin ist? Wo war denn der Anfang? Wo kam ich her? Weiß jemand, wo ich angefangen habe? Weil guck mal, ich kann ja die Kisten zum Beispiel, kann ich auch kaputt machen. Ich werde mich am Ende komplett verlaufen. Das ist kein Spiel für Frauen, ne? Ich sag's nur. Aber hier ist doch die Uhr. Okay, dann laufen wir weiter. Wenn hier die Uhr ist, dann will das Spiel einfach, dass wir weiterkommen. Oh, guck mal, hier sind so viele Pakete. Hä? Also wir haben keine Karte, ne? Herausforderung ist tatsächlich hier zu gucken. Jetzt bin ich beim Anfang. Hä? Ja gut, bin ich jetzt doch am Anfang angekommen. Und da ist ein Koffer. Ist ja auch sehr romantisch. Sehr romantisches Hotel hier. Oder wo auch immer wir abgestiegen sind. Das ist ja die nächste Frage. Okay, also. Aber es sieht jetzt nicht so aus, als wären hier irgendwie Sachen drin, ne? Kann das Messer auch kaputt gehen? Das wäre natürlich dann unklug, wenn ich jetzt wie so eine Bescheuerte hier rumschnetzeln würde. Brauchen wir natürlich relativ lange zum Nachladen. Also offene Räume sind ja auch echt phänomenal. Wow! Wo zum Henker kamst du jetzt her? Boah, ist so nebelig, ne? Ah! Ja, der hat aber ganz schön Bauchmuskeln gehabt, ne? Hast du gesehen? Also da hinten ist auf jeden Fall noch jemand. Safe. Okay, wer bist du jetzt? Was? Ich hätte speichern sollen. Und ich habe doch überlegt, speichere ich erst? Mann. Aber wo gab es da einen Checkpoint? Pass auf, der Checkpoint ist bestimmt der Start. Really? Och, nö. Ich hätte einfach speichern sollen. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. Ach, ärgerlich. Aber wir brauchen es uns jetzt nicht mal durchlesen. Richtig ärgerlich. Okay, pass auf. Also, wir werden... Das brauchen wir jetzt alles gar nicht mehr lesen. Vielleicht machen wir es ja jetzt besser. So, es klopft. Siehst du, wie einfach der jetzt noch war, der erste? Und die ist ein bisschen stärker gewesen. So, hier komme ich noch nicht rein, weil hier brauchen wir... Genau, hier sagt er halt Fairy Tale, habe ich keine Zeit zu. Ich sammle es trotzdem ein, weil ich nicht weiß, ob wir es brauchen. Und hier würde ich jetzt einfach mal gucken. Aber da ist nichts drin, ne? Aber wer hat denn hier so viele Pakete bestellt und hingestellt und... So, pass auf. Bis jetzt schlagen wir uns tatsächlich auch besser. Man lernt ja auch immer so ein bisschen dazu. So, pass auf, wir können ja hier um die Ecke mitgehen. Zack, aber wir sind immer noch aufs Maximalste, deswegen können wir es auch nicht einsammeln. Phänomenal. So, und hier gab es doch irgendwo, glaube ich. Ja, genau du hier. Da kann man ja auch ein bisschen wechseln.
Wir haben den Schlüssel eingesammelt. Wir können immer noch keine Gesundheit einsammeln. Haben wir irgendwo noch Zeugs drin? Nee, auch nicht. Auch noch nicht bei diesen Mülldings. Aber hier, warte mal, hier ist Story. Ah, ja, ja, genau. Hier, wer hat das? Wer ist da der Mörder? Wo sind die ganzen Leute hin? Aber dann können wir vielleicht nochmal zurücklaufen und das holen. So, in so einem Moment zum Beispiel. Zack. Zu langsam. Ich war einfach zu langsam. Ich wollte so gerne jetzt was in die Luft jagen. Aber... So macht man das. Elegant. Ist ja die Frage, gab es bei den anderen Türen noch was? Doch, warte mal, wir sind hier an der Seite. Aber ist ja nicht schlimm, wir können das ja auch so regeln. So, ein neuer Schlüssel. War das diese Tür? Yes, it was this door. Und wir werden dann auf jeden Fall speichern. Also wir werden, glaube ich, erstmal hier... Wir haben ja Platz. Und dann kommt irgendwie so die absolute Zombie-Apokalypse. Warte mal, hier ist noch einer. Pass auf, wir werden jetzt erstmal speichern. Wir können tatsächlich auch nochmal zurücklaufen, weil irgendwo müsste hier jetzt Energie rumliegen, die wir jetzt ja nicht eingesammelt haben. Die können uns tatsächlich jetzt ein bisschen das Leben retten. Ich weiß noch nicht, inwieweit die uns hinterherkommen. Ich renne einfach mal jetzt ganz schnell los. Ich glaube, ich laufe in die falsche Richtung, ne? Ich laufe schon wieder... Ah! Ah! Also sie kommen uns, glaube ich, auch ein bisschen hinterher. Ah! Sie kommen von mehreren Richtungen. Das ist ja fies. Aber wir hatten doch hier jetzt Sachen zurückgelassen, die wir nicht eingesammelt haben. Spender belehrt uns das Spiel wahrscheinlich nicht mehr. Ich glaube nicht. Weil so sagt, nee, du bist schon weiter. Lebe damit. Also, speichern wir jetzt. So. Jetzt haben wir gespeichert. Müssen wir etwa wahrscheinlich gucken, dass wir überleben? Oder müssen wir durch die Tür? Gute Frage, nächste Frage. Wow! Also jetzt wäre tatsächlich so ein bisschen Energie echt geil. Oh mein Gott. Also es wären definitiv immer mehr. Freunde! Muss man halt so ein bisschen gucken, glaube ich, wie man die Waffen einsetzt. Okay, noch eine Story. Northern Hunters, 1921. Benjamin Mahoney, Charles Maxwell, Anthony. Okay, da sagt er einfach nur ein paar Namen. Und unten haben wir die Schlüssel angezeigt. Ich gehe einfach nochmal auf Speichern. Aber warum lebt er denn? Warum ist er noch nicht tot? Weil die Geister sagen, okay, so wie er aussieht. Da ist ein Health Potion. Mehr. Sehr gut. Die haben mich in die Ecke gedrängt. Ja, das war ja jetzt irgendwie klar, ne? Das war jetzt richtig klar, dass es mich dahin rafft. Watch your back, kid. Ja, auf jeden Fall. Aber was heißen denn jetzt die ganzen Sachen hier? Okay, ich habe keine Punkte. Ich weiß... Oh, ist das Lava?
Okay. Deswegen auch Forgive me, Father. Denn ich habe gesündigt. Ich glaube, wir laufen erstmal hier lang, ehe wir die... Ah! Wie war das mit Watch Your Back? Mann, oh. Ich habe keine Energie mehr. Ich habe keine Energie mehr. Gab es hier Energie? Ja. Aber auch nicht wirklich viel. Okay, ich muss jetzt wirklich von allen Seiten aufpassen. Was bitte? Hilfe! Irgendwo muss es doch noch Energie geben. Ich habe Angst, jetzt ein Stück weiter vorzulaufen, weil ich nicht weiß... Okay, da hängt ein Skelett. Als wären wir in der Hölle. Als wären wir einfach in der Hölle. Easy way out? Never. Was schon so heißt, wie einfacher Weg raus. Oh mein Gott! Nutze niemals den einfachen Weg raus. Nutze niemals den einfachen Weg raus, heißt das übersetzt. Also ich würde jetzt trotzdem gerne nochmal zurücklaufen und gucken. Weil wir haben doch eigentlich hier Sachen noch zu liegen. Ich habe die wahrscheinlich bloß einfach nicht gefunden. Warte mal. Dormants. So, also, wir sind hier am Anfang. Okay, Gamebug. Weil theoretisch das Klopfen kann ja nicht mehr sein. Wir haben ja schon aufgemacht. Wir sind ja schon weiter. Okay, pass auf. Ich glaube, wir sollten dann hier lang. Das war der etwas längere Weg. Aber hier ging es ja schon um die Ecke. Also theoretisch hätten wir jetzt auf dem Weg schon was finden sollen. Aber haben wir nicht. Schlecht. Sage ich dazu nur. Schlecht. Bin ich im Kreis gelaufen? Ja. Und an der Tür hat es aber doch geklopft. Was für ein gruseliges Haus, sag man nicht. Und irgendwann ist hier alles voll mit Zombie-Leichen. Achso, hier habe ich den Schlüssel her gehabt. Und ich muss wo ein bisschen lang. Ah, ich habe mich ein wenig verlaufen. Dezent. Sieht das richtig aus? Hoffentlich. Ja, das sieht gut aus. Ich höre Töne, die ich nicht hören will. Okay, lass uns vielleicht nochmal speichern. Überraschung oder was? Mann. Toll. Die haben mich jetzt gerade richtig viel gekostet hier, ne? Mann. Ah! Ah, ich bin, glaube ich, in... Oh mein Gott, ich bin irgendwo reingelaufen, wo ich nicht hätte reinlaufen sollen. Also tatsächlich gar nicht so einfach, wenn man jetzt keine... Energie mehr findet. Also entweder man macht das gleich von Anfang an besser. Aber guck mal, sind die zufallsgeneriert? So ein bisschen, ne? Verdammt! Ah, guck mal, ja, da bin ich reingelaufen. Blöd. Das war blöd. Lass mal rumgucken. Also, das war doof. So, ich werde nicht den einfachen Weg nach draußen nehmen. Wir haben ja gesehen, wozu uns das führt. Kann ich nicht, okay. Pass auf, warte. Also, der schwierige Weg raus ist vermutlich der richtige Weg. Irgendwo höre ich was. Nur wo? Oh! Ah! Ah!
Oh. Ah, verdammt! Mann! Okay, einmal probier es noch. Nee, ist die falsche Richtung, ne? Ja, ist die falsche Richtung. Also, heißt ja nicht nur sonst. Watch your back. Also, wir haben jetzt hier... Ich laufe einfach mal rein und raus, dann kommt die ja. Hinter uns kann jetzt, glaube ich, keiner mehr kommen. So, dann haben wir einen in der Mitte. Und... Tja... Oder man fängt halt wirklich nochmal von vorne an. Ah, verdammt. Wo kommt der denn her? Mann!